Darf ich jemand ein paar frische Austern anbieten? Aber jetzt müssen wir erstmal die Blumen holen, weil ohne Blumen wird das nichts mit heiraten. Schöne Tür. Ja. Auch schön, hat Charme, ne? Ja. So ein bisschen unsere Aufgabe, Norderney so ein bisschen aufzufreshen, sag ich mal. Ja klar, ruf einfach durch. Aber bitte eben einen Tag vorher, damit ich den Termin dann noch vergeben kann. Also, die haben einfach andere Ideen, frische Ideen und sind mutig. Über WhatsApp hat Janis Kleemann erfahren, der Fischkutter kommt. Hey. Meerestiere aus der Nordsee gibt es nur in kleinen Mengen. Da muss der Gastronom schnell sein. Frische Hummer von Helgoland. Somit das Einzige, was wir aus den Gewässern momentan kriegen. Außer natürlich Nordseekrabben. Und Taschenkrebse kann man auch noch bekommen. Sehr gut. Geht direkt los. Gleich 12 Hummer holt der 30-Jährige für sein Fischrestaurant ab. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. Perfekt. Danke euch. Wann kommt ihr wieder? Wann kommt ihr wieder? Was denn? Ja, wunderbar. Vor gut 4 Jahren hat Janis sein erstes Fischrestaurant eröffnet. Eine klare Entscheidung für Norderney. Wir sind halt noch jung und wir wollen irgendwie natürlich auch die Insel für uns gestalten, aber auch für die Gäste. Also es muss halt attraktiv bleiben und wenn wir dann langfristig, sage ich mal, nichts machen würden oder keiner sich dem annehmen würde, würde natürlich auch die Insel irgendwie an Attraktivität verlieren, glaube ich. Damit das nicht passiert, setzt Janis auf eine Gastronomie, die auch Jüngere ansprechen soll. Wir haben ja aufgemacht als Fischbrötchenbude 2019, kurz vor Corona. Und eigentlich war die Idee wirklich so eine Art Strandkiosk, also auf dem Weg zum Strand einen Kiosk zu schaffen, wo es gute Fischbrötchen gibt, eine Flasche Flens auf die Faust, sag ich mal. Mittlerweile sind wir schon eher Restaurant geworden als, sag ich mal, Imbiss. Weiterhin aber auch mit Außerhausverkauf. Zweimal Bismarck, einmal Matthias zum Mitnehmen. Super. Guten Appetit wünsche ich. Schönen Tag. Janis bester Freund Rico führt das Tagesgeschäft. So. Grüße Jungs. Dann geht's los. Danke dir, jawohl. Machst du mir aber ganz kurz die Tür aufmachen? Ja. Sehr schön. Marc, frisch Oma. Am Hafen unterwegs, Antje Bockhoff. Die Blumenhändlerin bekommt ihre frische Ware direkt mit der ersten Fähre von der Inselspedition geliefert. Hallo. Hast du meine Blumen irgendwo? Noch auf dem Auto, gehen wir gleich. Aber rein. Auf den? Ja. Kann ich mit dem Sprinter gleich hier ranfahren? Die Blumen hat Antje online auf einem Großmarkt in Holland bestellt. Auf die Auslieferung zu warten, dauert ihr deutlich zu lange. Blumen stehen auf der langen Liste des Spediteurs immer ganz unten. Wir haben eigentlich frei Haus, aber es ist halt so, dadurch, dass halt erst Lebensmittel und so ausgeliefert werden, würde ich dann meine Blumen erst mittags bekommen oder beziehungsweise nachmittags und dann ist natürlich mit heiraten nichts mehr. Norderney ist eine Hochzeitsinsel. Mehr als 365 Mal im Jahr wird hier geheiratet. Beliebt bei Einheimischen und Urlaubern zugleich. Da werden natürlich etliche Brautsträuße gebraucht, die sie zumeist bindet. Frische Schnittblumen sind für die Insulanerin schwer zu beschaffen. Sie müssen immer den Weg übers Wasser nehmen. Ihre Ware hat nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Deshalb packt die 38-Jährige selbst mit an. Das ist alles normal. Keine Ahnung, ich glaube, die haben ja auch mal viel zu tun. Und ich hole meine Ware selber ab. Und von daher ist es halt so, dass ich das selber alles einräumen muss. Frauenpower. Heute betreibt sie den einzigen Blumenladen auf Norderney. Es gab mal 6. Und auch Antje Bockhoff wird den Laden in bester Innenstadtlage nicht mehr lange halten können. Die neue Erbengemeinschaft will das Haus verkaufen. Hi. Hi. Morgen. Morgen. Der Stau. Für Antje Bockhoff steht aber fest, sie will auf ihrer Heimatinsel bleiben.
So, die stellen wir jetzt erstmal hier hin. Das ist nämlich alles Bestellung für die Hochzeit oder beide Hochzeiten morgen. Beide, ne? Ja. Dann haben wir den Stress gleich nicht und machen uns den Weg nicht voll. Hier. Batzi, komm. Für Antje Griepenburg fängt der Morgen deutlich entspannter an. Die selbstständige Weinhändlerin nutzt die frühen Morgenstunden noch mal mit Hund Butsch, ehe sie ihren Laden öffnet. Na komm, das ist eigentlich der perfekte Start in den Tag für mich, weil du einfach hier noch mal die komplette Ruhe genießen kannst. Der Hund kann noch mal laufen, bevor der Strand voll ist. Ich glaube, dass wir selten wirklich unser eigenes Zuhause auch genießen können. Dadurch, dass wir auch viel arbeiten, dann, wenn der Hochsommer da ist. Und gerade morgens, bevor der Strand voll ist und ja, der Arbeitstag beginnt, freue ich mich, wenn ich noch mal so ein bisschen Zeit auch mit Butsch genießen kann, noch mal ein bisschen spielen kann und mit Musik im Ohr einfach noch mal ein bisschen abschalten kann. So, mein Schatz, komm, jetzt aber. Die meisten Einheimischen verlassen für die Ausbildung Norderney. Viele sind zeitweise auch gar nicht zurückgekommen, weil sie einfach auch das große Stadtleben genossen haben oder genießen und sagen, okay, Norderney ist mir tatsächlich zu klein geworden, möchte ich nicht wieder zurück. Auch Antje Griepenburg hat zwischendurch in der Schweiz und auf Sylt gearbeitet. Die Liebe zu ihrer Insel war stärker. Die 36-Jährige will jetzt auf Norderney etwas bewegen. Also ich persönlich hatte irgendwann keinen Platz mehr oder keinen Anlaufpunkt mehr, wo ich gesagt habe, wo willst du nach Feierabend denn mal gemütlich hingehen und dein Wein trinken. Na, es gibt natürlich die eine oder andere Hotelbar, die auch schön ist, aber so mein persönliches Wohnzimmer gestylt mit guten Weinen und Wohnzimmercharakter und netten Gesprächen, das fehlte mir so ein bisschen auf der Insel. Und das hatte ich eigentlich so ein bisschen mit diesem Konzept erwirken wollen. Niklas Bodenstab war nur für die Zeit seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten weg von der Insel. Jetzt startet der 30-Jährige beruflich voll durch. Vor einem Jahr hat er seine eigene Praxis eröffnet. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Unterstützt wird er von Fitnesstrainer Marius Bätje. Läuft. Wieder heile gelandet. Heile gelandet. Wie ist heute dein Terminplan? Wann gehst du an der Bank? Gleich ein paar Behandlungen. Vor einigen Monaten haben die jungen Geschäftspartner noch eine Werbeagentur übernommen. Werbetechniker Klaus Kniephoff ist doppelt so alt wie seine neuen Kollegen. Klausi, einen wunderschönen guten Morgen. Aber von der Zusammenarbeit mit den jungen Chefs ist der erfahrene Werber überzeugt. Ja, aber ich finde einfach. Was ich toll finde, dass die zum Beispiel in diesem Social-Media-Gedöns unterwegs sind, was nicht meine Welt ist, ehrlich gesagt. Ich finde ja, das Leben ist zu kurz für Social Media. Die machen es aber und als Firma oder Gewerbe kann man sich das heute nicht mehr leisten, da drum rumzuschippern. Und da kriegen wir aber auch Aufträge und Beifall oder auch Kritiken. Und das finde ich super, dass sich da jemand drum kümmert. Wir merken einfach auch durch die anderen Leute, die in unserem Alter sind oder vielleicht ein bisschen älter, sage ich mal, ne? Wir sind eine neue Generation und wir haben super viele Möglichkeiten, uns hier zu entwickeln und es gibt viel mehr Möglichkeiten, als ich jemals gedacht hätte. Marius und Niklas gehören zur neuen Generation. Digitalisierung ist ihnen quasi in die Wiege gelegt worden. Aber auf einer Insel, wo jeder jeden kennt, ist auch Persönlichkeit gefragt. Habe ich eingetragen. Alles Weitere beschnacken wir dann. Coco, wir fangen wieder erstmal mit dem Rücken an. Super, das brauche ich. Dann gibt es nachher ein bisschen Wärme. Dann können wir dich wieder auf den Rücken drehen und machen den Nackenbereich. Super. Also wie gehabt, ne? Niklas hat eine Praxis am Hafen und eine weitere vor einigen Wochen in der Innenstadt eröffnet. Nicht ganz ohne Risiko für den Jungunternehmer. Deshalb setzt er nicht nur auf die Touristen im Sommer, sondern auch auf die Insulaner. Jetzt mit Schwiegereltern. Fühl dich wie zu Hause. Ja, fühle ich mich immer. Hast du einen Schlüssel? Ja. Das neueste Projekt von Janis Klemann. Mitten in der Fußgängerzone plant der 30-Jährige ein Fischgeschäft zu eröffnen. An seiner Seite Schwester Alina. Gucken, was wir nächstes Mal noch rausholen müssen. Ja raus alles, ist eigentlich, ne? Alles. Moin. Moin. Erstes Treffen mit den Handwerkern.
Da ist es gut, dass Janis einen direkten Draht zu allen hat. Ja, sehr schön. Ja, alles gut. Sehr schön. Das hat natürlich schon Riesenvorteile, wenn man hier ein bisschen vernetzt ist. Mein Kevin ist ein sehr guter Freund von mir. Kai, wir sind zusammen sogar schon zur Schule gegangen. Sven kenne ich ja auch. Wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen länger und das hat schon große Vorteile. Ne? Frank auch. Mein gut, die ganze Insel ist so ein bisschen vernetzt. Wenn man dann hier so die, ja, das Telefonbuch voll hat, ist das schon gut. Ne? Weil wir mittlerweile auch... Eigentlich ist das auch noch. Ja. Das braucht man ja auch, ja, ja, genau. Es hängt ja auch alles so ein bisschen aneinander. Also wenn dann das eine Gewerk nicht funktioniert, dann muss ein bisschen Flexibilität da sein, dass das andere einspringen kann und so ein bisschen... Ja, da muss man schon sagen, haben wir Riesenvorteile hier, ja. Aber Alina ist Architektin, also sie hat auch immer noch den besten Draht zu allen. Da können wir immer ganz gut... Ja. Auf einen kurzen Dienstweg. Genau. Ja. Genau, der kurze Dienstweg, der ist wichtig hier. Nur mit dem Finger ein bisschen zu halten. Ein Fischladen mit spezieller Kältetechnik gehört nicht zum Standard auf der Insel. Janis hat sich Unterstützung von Ladenbauer Tim Voss aus Hamburg geholt. Nur falls es so ist, würde... Hey! Grüß dich, Janis. Moin! Moin. Moin. Hallo. Moin. Hallo. Tim. Hi. Genau. Bist du da angekommen? Ja. Ja, sehr schön. Es bleibt nicht viel Zeit, die Pläne umzusetzen. Genau 6 Wochen hat Janis für die komplette Sanierung kalkuliert. Ein straffer Zeitplan. Aber zum Start der Hauptsaison soll der Laden fertig sein. Im Endeffekt schauen wir jetzt genauso, wie der Laden später sein soll. Ungefähr an der Säule geht der Fischtresen raus. Werden dort Janis möchte mit dem Fischladen eine Lücke auf der Insel schließen. Die Nachfrage ist einfach bei uns schon im Laden extrem. Also wo können wir Frischfisch kaufen? Gibt es Räucherprodukte? Wir hätten gerne einen Fischsalat. Die Nachfrage ist da. Aber spannend bleibt es natürlich trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so juckt mich nicht, aber ja, ich glaube da fest dran und darum glaube ich, wird das auch was. Ja. So, jetzt geht's los mit dem Brautstrauß. Antje Bockhoff ist da, wo sie sein möchte. Auf Norderney, im Blumenladen ihrer Eltern. Diese fielen krankheitsbedingt lange aus. Da musste sie früh mithelfen. Dann kann man sich so ein bisschen kreativ entfalten. Also ich glaube, ich habe schon, sobald ich laufen konnte, bei Mama und Papa mit kleinen Blumensträuße gebunden. Wir hatten früher noch hier so einen kleinen Blumenautomaten. Das war der absolute Highlight auf der Insel. Da konnte man für 5 Mark kleine Sträuße kaufen. Und ich bin dann nach der Schule hierher gekommen und habe dann immer diese kleinen Sträuße für 5 D-Mark gemacht. Und es wurde mir auch immer mehr klar, ich möchte auf jeden Fall einen Blumenladen. Ich möchte unbedingt mit Blumen arbeiten. Um aber auch offiziell den Blumenladen leiten zu können, musste Antje Norderney für einige Zeit verlassen. Ihre jahrelangen Praxiskenntnisse im elterlichen Betrieb wurden nicht anerkannt. Dann habe ich Landkreis Aurich angerufen, die sind so für die Floristik zuständig und habe gesagt, ja hier, ich bin Antje von Norderney, moin, ich brauche einen Gesellenbrief. Ja. Dann nahm das alles seinen Lauf und die haben gesagt, ja, können Sie nächste Woche hier in die Berufsschulklasse kommen, dann können Sie noch ein Jahr Berufsschule mitmachen, dann können Sie nächstes Jahr zur Prüfung gehen. Und ich dachte so, oh wow, ja, das geht ja gar nicht, ich kann ja nicht aus dem Laden raus. Ja, da haben die gesagt, ja, dann gibt es auch keinen Meisterbrief. Und ich so, okay. Dann habe ich angefangen, einmal in der Woche nach Aurich zu fahren und zur Berufsschule, habe dann meine Gesellenprüfung gemacht und bin direkt im Anschluss im August, war die Gesellenprüfung, im September bin ich direkt nach Hannover auf die Meisterschule gegangen. Also mein Plan ist aufgegangen mal wieder. Ja. Und jetzt bin ich hier. Allerdings nimmt auf der Insel die Konkurrenz mit Discountern, die Blumen deutlich preiswerter anbieten können, erheblich zu. Antje musste sich beruflich breiter aufstellen. Während der Corona-Zeit hat die 38-Jährige eine Ausbildung zur Hochzeitsfotografin gemacht. Blumen und Fotos aus einer Hand. Das ist ihre Strategie für die Zukunft. Hallo. Hi Katrin. So, wie spannend. Also ziehen wir es heute durch. Also mit dem Regen, das wird morgen nichts. Das mit der Sonne und es ist perfektes Wetter für heute Mittag gemeldet. Ja, und ich glaube, die Sonnenstrahlen sollten wir wirklich mitnehmen, weil umso schöner wird es morgen. Die Fischgenießerei.
Das ist der Laden, mit dem der gastronomische Erfolg von Jannis Klemann auf Norderney anfing. Am Rande der Stadt gelegen. Keine optimale Lage, aber im fünften Jahr hat sich der Fischbrötchen-Kiosk zu einem kleinen Restaurant mit Meeresküche gemausert. Jannis selbst ist aus dem Tagesgeschäft raus. Dafür hat er ein Team um sich geschart, auf das er sich verlassen kann. Fast alle sind Freunde aus seiner Kindheit und Jugend. Und genau das ist sein Erfolgsrezept. Danke. Freut uns auch. Nein. Wir haben ein super Team. Ganz so jugendlich dürfen sie heute nicht mehr sein. Laute Elektromusik hat die Stadt Norderney verboten. Es gab Beschwerden aus der Nachbarschaft. Aber die Fischbrötchen zum Mitnehmen aus der Anfangszeit, die sind geblieben. Gerade tagsüber sind sie immer noch der Renner auf der Insel. Die gehen von mittags um 12, wenn wir aufmachen, teilweise stehen hier ja vorher schon Leute und fragen um 11:30 dann schon, ob sie Brötchen kriegen können. Aber das ist leider nicht immer so einfach, ne? Weil die Küche natürlich auch vorbereiten muss und deswegen brauchen die dann immer noch einen kleinen Moment, um zumindest alles fertig zu haben oder die Brötchen aufzubacken. Eins von denen. Das Feinste, was die Helgoländer Gewässer uns herbieten. Über 2 Kilo hat das Tier. Das sieht hervorragend aus. Da kommt noch mehr. Da kommt viel mehr. Das ist nur. Das sind ja 2 Kilo, das ist die Hälfte. Die Hälfte. Sehr schön. Also, ihr Lieben, deutlich die Hälfte gesehen. Lasst es euch schmecken, ne? Der Laden läuft. Der zweite noch nicht. Ich gehe jetzt hin zur Baustelle, da geht schon wieder alles schief, aber wir hoffen mal, ne? Dann lasst uns gleich. Ciao. Ciao. Danke euch. Heimatliebe und beruflichen Erfolg zu verbinden, gar nicht so einfach. Ich kenne einfach alles auf Norderney. Gefühlt jedes Haus, jede Straße natürlich. Man hat damals schon als kleiner Junge hier mit Kreide auf der Straße gespielt. Und ja, ich hänge einfach hier dran. Wir haben hier eine kleine heile Welt. Und daran klammere ich mich gerne fest. Niklas Bodenstab ist jetzt in der Siedlung unterwegs. Hier leben viele Insulaner. Hausbesuche bei einheimischen Patienten sind ihm wichtig. Jetzt sind wir bei Monika, unsere Stammpatientin schon seit Tag 1. Da gehen wir 3-mal die Woche hin und machen jetzt mal ein bisschen was für die Schultern, fürs Hüftgelenk. Monika, morgen. Einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Ich gehe schon mal so durch, ne? Ja, bau auf. Mach ich. Der mobile Einsatz vor Ort kommt gut an. Und dankbar dafür, dass das hier in der Siedlung ist und dass er vor allen Dingen nach Hause kommt. Weil ich ständig Schmerzen habe und kaum laufen kann. Bist du bereit? Ja. Wir können. Ich mach erstmal wieder den Brustmuskel weich, ne? Mhm. Ganz locker. Achte einfach wieder auf die Atmung. Nase ein, Mund aus. Noch lockerer. Aber merkst du jetzt, ne? Aber wie? Wenn es möglich ist, machen sie das ja auch, dass sie gleich kommen und ein Platz frei ist, wenn jemand mal absagt. Sonst rennen wir hier ja auf der Insel hinterher. Das tun wir mal gut hin, ne? Ja. Und für mich persönlich einfach die Abwechslung, ne? Gibt ja nichts Schlimmeres, als 8 Stunden stumpf am gleichen Ort zu stehen und die gleichen Dinge zu machen. Und so sind wir mal hier, mal da. Und wir sind dankbar dafür. Und gerade unter Norderneyern ist das ja auch immer sehr schön, ne? Ja. Und dann nochmal ein. Beim Ausatmen drücke ich immer. Darf ich den einmal ganz kurz abwimmeln, Monika? Doris, ich rufe gleich wieder an, ja? Entschuldigung. Hab dort wieder viel zu tun, ne? Anschlag. Aber Pläne voll. Ja. Gott sei Dank, ja. Ja, schön. Nach dem langen Winter kommt das natürlich sehr gelegen, ne? Die und nochmal locker. Und die Norderneyer nutzen es auch noch aus, ne?
Ja, wird immer mehr, wird immer mehr. Ist, ja. In der Hauptsaison soll die Innenstadt weitestgehend autofrei sein. Das schränkt auch die Mobilität der Insulaner deutlich ein. Okay. Im Sommer ist ja hier auch die Stadt gesperrt. Und da muss ja zu Fuß rein und das fällt oft den Leuten allen schwer, ne? Wenn du älter wirst und so weiter. Ja. Und wie Niklas das dann aufgemacht hat, da waren wir alle dankbar. So, Monika. Bis nächste Mal. Tschüss, mein Junge. Für Sie. Schönen Nachmittag, grüß Ulla. Ja. Bis denn. Grüß schön. Mach ich. Noch kurz vor Öffnung im Blumenladen von Antje Bockhoff. Guten Morgen. Morgen. Hallöchen, da bin ich. Antje, wir hatten gesprochen, ich wollte fragen wegen meiner Champagner-Days. Ach so, ja. Ein paar schöne Blümchen. Natürlich, haben wir ganz frisch bekommen, du siehst. Große ja, Auswahl, im Muttertag. Ja, du kannst auch ein Brautstrauß mitnehmen. Ja, du, warum nicht? Die Insulanerinnen kennen sich schon seit Kindheitstagen. Ja, ich habe heute meinen großen Champagner-Day, dass die Leute kommen können, mal einfach sich an den Champagner für kleines Geld rantrauen können. Und ja, wirklich auch mal was anderes außer den klassischen Mouet oder ähnliches probieren. Und ja, ich glaube, Antje und Co. wollten auch nachher alle nochmal vorbeikommen. Also es ist auf jeden Fall mal ein großes Treffen und macht eine Menge Spaß. Sind schön, die kannst, brauchst du mir auch gar nicht einpacken. Gut, so mitnehmen. Dann machen wir jetzt noch was für deine Vasen, weil wir sonst irgendwie so zwei, genau. Drei davon. So. Oh nein. Blumen von Antje und Austern von der Fischgenießerei. Die Generation der 30-Jährigen auf der Insel unterstützt sich untereinander. Für Janis Klemer nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine sinnvolle Kooperation. Genau, ist auch ganz schön, man kann sich auch ein bisschen präsentieren. Ne? Die Gäste von ihr werden auf uns aufmerksam. Und genau, dann hilft man sich. Norderney zählt als Stadt. Aber es leben nur gut 6.000 Menschen fest hier. Umso wichtiger ist ein gutes Miteinander. Einmal die Austernlieferung. Einmal die Austern-Kabel-Lieferung. Geht euch gut? Hi. Ja, selbst auch. Hi. Hi. Hey, grüß dich. Natürlich. Alles gut? Alles gut soweit. So. Soll ich euch mal direkt was abnehmen? Soll die eine. Ach so, okay, dann mache ich zu. Ja, alles kompakt gepackt. Genau. Sehr gut. Kommt ihr nachher eigentlich auch mal rum oder habt ihr den Laden voll? Und weiter geht's. Antje Bockhoff hat das Blumengeschäft ihrer Eltern erfolgreich durch die Corona-Krise geführt. Dass sie aber auch noch in Zukunft frische Schnittblumen auf der Insel verkaufen kann, ist ungewiss. Deshalb hat sich Antje neu aufgestellt. Super. Und jetzt schaut einfach geradeaus, lauft weiter, ich bin gar nicht da. Auch ruhig an mir vorbeilaufen. Es gibt 3 Tage in der Woche, an denen auf Norderney geheiratet werden darf. Heute eigentlich nicht. Also ich bin nicht da, ne? Aber dafür ist das Wetter gut. Für morgen sind durchgehend Regenschauer angesagt. Da hat Antje einfach mal das Brautpaar überzeugt, lieber heute noch die Fotos zu schießen. Dann geht's hier weiter. Kann ich so richtig so, hey, Baby, zeig mir deinen Ring. Aber weißt du, also von dir werde ich auch nur die Schulter so ein bisschen mit drauf haben. Gut. Ihr unkomplizierter Umgang mit den Brautpaaren kommt an. Ich darf so ein bisschen mein Kleid befallen. Aufregend. Ja. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das heute zu machen. Ja, bei dem Wetter. Ist ein Traum. Und jetzt kommt ihr einmal hierher. Hier ist der helle Sand ein bisschen heller. Sollen wir jetzt schon ein bisschen Fokus machen auf den Bau? Also man darf ruhig sehen, dass da was ist. Okay, dann machen wir mal so ein kitschiges Bauchbild, was ich eigentlich sonst nicht mache. Jetzt stellst du dich mal mit dem Rücken vor seine Brust. Ja, genau. Ich lege mal eben den Brautschoss hier an die Seite. Und jetzt kannst du hier schön hier vorne vor. Mhm. Geht das noch? So, so genau. Ja, jetzt ein bisschen nicht so krampfen hier. Locker. Und du legst das so davor, genau. Perfekt. Jetzt schaut ihr einfach geradeaus, ganz verträumt. Ich bin eigentlich auch nicht da. In der Hauptsaison fotografiert sie durchschnittlich 3 Hochzeiten in der Woche. Und bestenfalls liefert sie den Brautstrauß noch dazu. Norderney zählte im vergangenen Jahr mehr als 3 Millionen Übernachtungen. 300.000 mehr als Sylt.
für Marius Bethier Anlass genug, dass auch die Einheimischen sich wohlfühlen und fit bleiben. Mittlerweile ist es ja so, dass hier 6.000 Menschen gegen eine 500.000 ankämpft jedes Jahr. Die Saison ist von Januar bis Dezember. Und es ist einfach total wichtig, in der Woche Ausgleich zu finden. Und Sport ist da eine Sache. Und deswegen bieten wir das an, biete ich das an, weil wir das ja alle auch noch ein paar Jahre machen möchten. Eine 7-Tage-Woche im Sommer. Auf Norderney keine Seltenheit. Wir Norderneyer, wir sind nur am Arbeiten und wir sollten einfach auch dieses Paradies einmal in der Woche, zweimal in der Woche genießen können. Und deswegen brauchen wir alle einen festen Termin, wo wir alle an den Strand gehen und das genießen, wofür andere Leute viel Geld bezahlen und was wir jeden Tag kostenfrei haben. Der Nordstrand ist auch im Hochsommer nicht überfüllt. Hier gibt Marius am liebsten seine Sportkurse. Gerichtet an Touristen und Einheimische gleichermaßen. Einmal die Woche allerdings lädt er nur Insulanerinnen ein. Schön, dass du da bist. Hi. Hi. Alles gut? Alles gut. Da kommen noch ein paar Meter. Oh, das sieht doch gut aus. Ja. Es ist immer am schönsten für mich und auch für euch, wenn wir alle nebeneinander stehen. Kein Kreis. Ihr sollt ja die Aussicht genießen. Bisschen auf der Stelle laufen, große Kreise mit den Armen. Große Kreise. Es zieht dich jemand oben an deinen Fingerspitzen entlang. Dynamisches Reinwippen, genau. Und wenn du in der Position bist, schiebst du deine Hüfte nach vorne. So weit wie möglich. Und an dem Punkt hältst du. Genau. Sport an der frischen Luft. Ohne Geräte. Nur mit dem eigenen Körpergewicht. Sehr schön. Komm, komm, komm. Letzten Sekunden. Hinter dir ist die Nordsee. Und da möchten wir gleich hin. Und ich möchte, wenn ich gleich klatsche, das kann irgendwann passieren, auch während ich spreche, musst du dich so schnell wie möglich gleich umdrehen und die Flucht ergreifen. Heißt auf Englisch Mind-Muscle-Connection. Bedeutet, gleich muss dein Gehirn voll schnell schalten, weil ich ja vielleicht jetzt und auf geht, so schnell wie möglich aufstehen und Abfahrt, so schnell wie möglich. Wo bist du denn? Guten Morgen. Mega, Antje. Vielen Dank. Genauso sollte das aussehen. Mega. Ganz entspannt zurückgehen auf die Matte. Da machen wir noch ein kurzes Cooldown. Das ist ein Angebot. Ne? Ich stelle mich und mein Know-how zur Verfügung. Und du brauchst ja nichts. Du brauchst nur deinen eigenen Körper, maximal eine Fitnessmatte, was zu trinken und dann geht's los. Das hier auf Norderney ist es ja so, es ist nicht jeder Tag der gleiche. Mal kommt der Wind von vorne, mal von hinten, mal scheint die Sonne, ne? Mal verändert sich das in einer Stunde. Und das ist das Interessante. Und wenn wir am Ende des Tages dann fertig sind, dann springt der ein oder andere noch ins Meer. Was will man mehr im Leben? Hey! Hey. Mal anpacken. Moin. Ja, sehr gerne. Malte kommt auch gleich. Janis Klemann hält sich gerade anderweitig fit. Für die Abrissarbeiten in seinem neuen Laden in der Fußgängerzone ist allein er zuständig. Niklas Bodenstab und Klaus Kniephoff planen für ihn die Außenwerbung. In der Strandstraße reiht sich ein Laden an den nächsten. Da will er auffallen. Also wir kennen das hier auch, hier herrscht viel Missgunst untereinander. Wir hören das auch von älteren Generationen, also auch von Gastronomen viel, dass man dann eher gegeneinander anstatt miteinander arbeitet. Aber da haben wir gar kein Interesse dran. So, dann dafür ist, weiß ich nicht, wir wollen ja alle ein schönes Leben haben, wir wollen Spaß am Leben haben, auch an der Arbeit, weil Arbeit ist nun mal viel, ein großer Teil vom Leben. Und ein Drittel. Ein Drittel? Ein Drittel Minimum. Ich glaub, zwei Drittel vielleicht. Ich glaube, zwei Drittel. Stellen wir hier an, oder? Ich kann nicht helfen. Nein, alles gut. Kein Schlagwort, aber nett gemeint. Vielen Dank. Ich finde es sehr interessant. Wir sind alle sehr viel jünger, aber die haben ganz andere Netzwerke. Die haben frische, junge Ideen, wo unser einer als Senior schon mal eigentlich sagen will, stopp, das könnte auch
sei ein bisschen vorsichtig, aber ich lasse den einfach laufen und es funktioniert. Also die haben einfach andere Ideen, frische Ideen und sind mutig. Die Abrissarbeiten gehen gut voran. Aber der Fliesenleger ist noch nicht ganz zufrieden. Hier und da, also hier den ganzen Bereich. Nur dies muss runter, da bleibt die Videoplatte nicht dran hängen. Ja, die kommen uns dann entgegen. Das wird zu schwer, wenn wir da noch Fliesen dranhängen, dann kommt uns das irgendwann entgegen. Und dann machen sie noch eine Entdeckung. Das ist eine Tür. Ja, tatsächlich. Oh, nee. Komm mal raus. Die Tür ist auf jeden Fall nicht. Ja, dann hier muss das runter hier. Das ist eine Holztür drunter. Ja. Ja, okay. Die ist gerade auch komplett mit runter. Gut, ja, dann kannst du die Tür noch mal eben reinlegen. Muss nur aufpassen, hier ist da noch ein Zimmer hinter. Ja. Muss nur aufpassen, dass hier ist Kabel, ne? Nicht, dass du da rankommst, nicht, dass da noch Saft drauf ist. Nee, das geht mir hin, das ist kein Problem. Urlaub und Baulärm passen nicht zusammen. Bis zum 15. Mai müssen alle Baustellen im Stadtbereich der Insel erledigt sein. Dann gilt ein offizieller Baustopp. Das heißt, 3 Tage hat Janis noch. Schöne Tür. Ja. Auch schön, hat Charme, ne? Ja, ja. Aber das ist jetzt ja nicht kurz, ne? Nee. Man muss fast sagen, so das Eis muss ein bisschen weichen, damit das Neue jetzt Platz hat. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich hier so ein bisschen unsere Aufgabe, Norderney so ein bisschen aufzufreshen, sag ich mal. Wir sind ja jung, wir sind die Generation, die hier noch ein bisschen was vorhat und noch was reißen möchte. Und jetzt reißen wir erstmal diese Wände ein, um natürlich etwas Neues für uns zu schaffen. Unser Anspruch ist ja auch, so unsere Generation abzuholen, die aufmerksam machen auf gute Qualität und einfach so ein bisschen aus dem verstaubten Norderney was anders zu machen. Und also ähnlich wie in der Fischgenießerei. Wir haben 2019 aufgemacht, um Fischbrötchen und ein Bierchen zu verkaufen aus der Flasche. Mittlerweile ist natürlich auch was ganz anderes geworden. Und es macht ja auch Spaß, einfach die Sachen zu entwickeln und dann dabei zu sein, das Ganze wachsen zu sehen. Und dann am Ende, irgendwie, wenn man jetzt auch diesen ganzen Schutthaufen hier sieht, dass man dann einfach am Ende irgendwann ankommt am Ziel und das so ein bisschen, schon, das ist dann schon die Erfüllung, sag ich mal. Die letzten Vorbereitungen für Antjes Champagner Day. Immer mal wieder veranstaltet die Gastronomin kleine Events, um auf ihre Weinbar am Rande der Fußgängerzone aufmerksam zu machen. Noch läuft das Geschäft mit Champagner, Austern und ausgewählten Weinen eher langsam an. Bei dem guten Wetter ziehen wohl viele den Strand der Innenstadtlage vor. Die 36-Jährige ist dennoch von ihrem Konzept überzeugt. Vor, sagen wir, 20 Jahren waren viel nur Rentner auf der Insel. Und mittlerweile haben wir ein sehr gemischtes Publikum. Auch die jungen Pärchen, die einfach sagen, auch wir genießen Norderney mal und wollen aber gut essen gehen und wollen vielleicht auch mal abends nicht irgendwo in der Weinbar sitzen oder mal tanzen gehen. Also da gehören ja auch neue Lokale zu. Und ich denke mal, dass mit den Ideen sind wir zurückgekommen. Mal schauen, dass wir noch ein paar Austern und Kaviar verkauft kriegen, ne? Ja, für den Anfang auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist jetzt noch am frühen Nachmittag. Also die Leute sind jetzt alle noch nicht so unbedingt bereit, jetzt schon den Champagner zu trinken. Aber bekannterweise werden wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen mehr Zulauf kriegen. Zwei Restaurants hatte Antje Griepenburg zuletzt auf der Insel geleitet. Für den Weg in die Selbstständigkeit hat sie sich bewusst entschieden. Klein und fein ist ihre Devise heute. So, ich habe schon mal den Kaviar für euch. Oh, entschuldigt, nicht erschrecken. Lieben, einmal der dritte und damit nicht der, hoffentlich nicht der letzte. Champagner de Blanc de Blanc, Charles Heidsieck, reiner Chardonnay. Und auch hier wieder kleiner Reserveanteil.
schöne feine Perlage. Du sollst nicht weniger kriegen. Die Außenplatte bringe ich euch auch gleich. Ja? Ja. Lasst euch schmecken. Danke. Moin. Der Morgen vor der Hochzeit. Die Fischgenießerei stellt das Buffet. Geil. Sehr schön. Gemüse ist alles da. Jo, perfekt. Brötchen sind auch schon gekommen und dann. Da können wir direkt durchstarten, ne? Bereiten wir jetzt alles vor und dann geht's los. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Aber die sind auch super. Ja. Weil die habe ich auch erst. Janis Klemann steckt voller Ideen. Mit dem Fischgenießerei-Team bietet der Geschäftsmann auch einen Lieferservice an. Aus dem Tagesgeschäft ist er raus. Aber die Events macht der gelernte Immobilienmakler gerne noch selbst. Die Fischbrötchen sind vorbereitet. Jetzt muss nur noch das Wetter halten. Ja, sehr gut. Wir bringen noch zwei Stehtische mit und die Hussen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, ne? Alles klar. Antje Bockhoff ist am Telefon. Vielleicht kann die Trauung doch nicht am Strand stattfinden. Ah, okay. Ja, sehr gut. Du kannst mich auf dem Laufenden halten. Super, bis gleich. Ciao, ciao. Gut, Antje hat es auch alles voreinander. Kann soweit losgehen. Ja, Antje macht das jetzt natürlich alles mit der Braut. Wir sind im Endeffekt nur Zulieferer. Sie hat das alles geklärt. Und ja, jetzt geht es gerade darum, ob wir das vielleicht ins Hochzeitsstühlchen verschieben, weil das Wetter jetzt doch nicht mitspielt. Das ist auf Norderney natürlich immer so ein bisschen das Problem. Aber wir werden es irgendwie hinkriegen, keine Ahnung, das wird schon klappen. Ne? Schlechte Wetterprognosen bringen einen Insulaner nicht so schnell aus der Fassung. Janis bleibt optimistisch. Oh, noch sieht's ja gut aus, oder? Also besser als erwartet. Wir wissen ja nicht so ganz genau, was passiert, aber momentan sieht's ja noch so aus, als wenn das gut wird. Ne? Der Wind ist da, ich glaube, der vertreibt die Regenwolken. Und im Notfall haben wir auch den Schirm dabei. Direkt am Strand, im historischen Badekarren, findet die Hochzeit gleich statt. Das Trauzimmer auf Rädern ist bei Insulanern und Urlaubern gleichermaßen beliebt. Alles eng bemessen hier. Super. Eine knappe halbe Stunde bleibt ihr jetzt noch, bis die Hochzeitsgesellschaft kommt. Hallo. Hallo. Na? Hey. Na, alles gut? Es ist trocken. Hey. Ja, zum Glück. Gott sei Dank. Ja, ist ein bisschen nach hinten verschoben. Da soll erst um 14 Uhr anfangen zu regnen heute. Ja. So. Okay. Du, wir tragen das, glaube ich, erstmal alle. Gut, dass ich heute gefrühstückt habe. Wollen wir gleich mal gucken, wo wir es aufbauen? Ja. So. Auf denk daran, da darf nichts rankommen, kriegen wir Ärger mit Mutti. Nee, das wollen wir nicht. Ist das richtig? Ja. Ja, da kommt was. Eigentlich brauchen wir so einen für die Terrasse oben, ne? Hallo, der gehört Mama. Oh Gott. Jungs. Durch den Wind. So viel dazu. Wir kriegen ganz toll Ärger mit Mama. Zieh, habt ihr da was? Ja. Ah, gut. Ah, perfekt. So, warte. Wir müssen ja sowieso zum Einschenken noch am besten. Der Schirm steht. Jetzt können sie endlich aufbauen und dekorieren. Antje stellt heute den Blumenschmuck und ist außerdem die Hochzeitsfotografin. Dürfen wir nicht klauen? So, jetzt geht's erstmal an die Kamera, bevor gleich alle da sind und ich meinen Einsatz verpasst habe. Das Hochzeitspaar ist nämlich bereits auf dem Weg. Sollen wir den lieber abbauen, Antje? Ja, ich würde den lieber abbauen. Ich habe Angst, dass der abhebt. Ja. Nicht, dass uns das... Wir müssen noch einmal ganz kurz hier ran. Wir müssen jetzt einmal noch mal kurz den... Sollen wir den im Ganzen rausziehen? Ja. Sollen wir den nach hinten? Ja, der kriegt nur jetzt Wind. Genau. Sonst leg mal eben hin. Kommt ihr? Komm, wir ziehen den einfach hier rüber. Oh. Sorry. Es regnet nicht, also doch ohne Schirm. Dafür mit neuem Blumenschmuck. Timo, darf ich dir vielleicht meine Jacke einmal noch reingeben? Machen wir den neuen, ne? Obwohl, der sieht noch echt gut aus. Doch, der sieht noch frischer aus. Ja, der sieht natürlich frischer aus. So wie ihr. Kurz vor dem Ja-Wort erzählt Antje noch von der Geburt ihres Fohlens in der vergangenen Nacht. Und Pferd gestern gekommen, oder?
Heute Morgen? Ach, heute Morgen noch eben. Ich habe jetzt noch Zeit, ich zeig's euch. Ja. Und ich so, warum lacht sie mich an? Das heißt, ich komm schnell. Ja, tatsächlich. Du hast schon einen langen Tag gehabt. Ach, alles gut. Ach, und schön. Da schläft es dann. Ach, perfekt, da war dein Gefühl sehr richtig. Sehr schön, das ist ja ein doppelt schöner Tag heute. Ja, genau, doppelt schöner Tag. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie es wirklich war. Das war trotzdem natürlich ein aufregender Tag. Für Katrin und Marc war es ein Herzenswunsch, auf Norderney direkt am Meer zu heiraten. Und für Antje ist es ein perfekter weiterer Arbeitsplatz. Ja, es ist eine besondere Atmosphäre und ich fühle mich irgendwie immer sofort verbunden mit dem Brautpaar und diese Emotionen jetzt zu sehen, auch wenn die mich jetzt hier angrinsen durchs Fenster, ist einfach cool. Am Hafen von Norderney liegt eine alte Werfthalle brach. Alina und Janis Kleemann schmieden auch hier Pläne für die Zukunft. Sie träumen von einem Restaurant mit über 200 Sitzplätzen. Das in der Perspektive auch mal sieht, wie viel. Wir denken da natürlich schon lange drüber nach. So. Ist natürlich ein Riesenprojekt, auch, muss man wirklich sagen. Ist zukünftig, klar. Ja. Zukunft auf jeden Fall. Weil, klar, erstmal die Baugenehmigung ist die eine Sache, aber dann natürlich auch die Finanzierung aufzustellen. Ist ja doch schon ein bisschen mehr als einen kleinen Fischladen zu bauen. Auch hier setzt Janis auf das Thema nachhaltiger Fisch. Wir haben schon gemerkt durch die Fischgenießerei, dass Fisch ein großes Thema ist. Und dann, wir haben überlegt, einen offenen Räucherofen zu machen, dass man damit drauf gucken kann. So ein bisschen das wirklich auch fühlen kann noch, was eigentlich so auch im Hafengebiet sonst immer angesiedelt war. Die Fischmanufaktur, die Verarbeitung von Fisch, das Anlanden von Fisch, die Produkte dann wieder eigentlich hier an dem Ort, wo sie auch hingehören, dann an den Gast zu bringen, ist, glaube ich, schon cool. Ja. Das hat natürlich schon Raum hier, den keine andere Location auf Norderney zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, das birgt schon Potenzial, dass man das auch, halt wie ich, von morgens bis abends und für Veranstaltungen und einfach multifunktional auch nutzen kann und mit halt super Hafencharakter und einfach nicht überkandidelt, aber wirklich gut einfach. Also so der Anspruch, den Janis an seiner Gastronomie hat und ich in meiner Arbeit einfach. Die Zeiten von, man wird über den Tisch gezogen und das billigste Fleisch und die billigsten Soßen und Fertigprodukte und alles, die ist irgendwie meiner Meinung nach vorbei. Ja. Also ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt entstanden ist, diese Zeit, aber diese Geiz ist geil, 2000er waren nun mal da und wir haben einen ganz anderen Anspruch an unsere Produkte auch. Ne? Die Resonanz der Gäste ist gut und da kommt dann vielleicht auch ein bisschen der Mut her, dass man sagt, das brauchen wir hier auf der Insel und das wollen wir auch. Mutig ist auch Niklas Bodenstab. Dass der Physiotherapeut eine Werbeagentur gekauft hat, finden manche Norderneyer eher übermütig als mutig. Das ist dem 30-Jährigen egal, ihn treibt der berufliche Ehrgeiz an. Wir müssen kurz mit Klausi reden, weil wir für Janis Kleemann für seinen neuen Laden ja die Werbung machen. Das läuft gerade leider alles nicht so mit. Und jetzt müssen wir mal eben durchschnacken, wie wir das bis Eröffnung gut geregelt kriegen. Ne? Erzähl. Niklas ist für die gesamte Organisation im Hintergrund zuständig. Kreativer Kopf bleibt Klaus Kniephoff. Der erfahrene Werber wird auf Norderney auch liebevoll Folien-Klaus genannt. Außenwerbung ist auf einer Insel, die von Touristen lebt, wichtig. Da ist, könnte man das. Ja, das, so sieht das aus. Im Prinzip, ne? Aber so soll es nachher auch aussehen, nur immer. Genau, nicht das war, ne? Also nachher ist das. Ja. Ein edles Provisorium. Also zur Vorstellung, das ist denn so ein Blech, also das ist Metallbau. Dann werden diese Sachen dekopiert, ausgesägt, dann werden von hinten Acrylbuchstaben durchgesteckt, dann wird das lackiert, Elektrik, alles wasserdicht für draußen und dann ist das in so einem Kasten. Und oben dieses, gehört noch so ein Teil dazu, das ist einfach noch nicht fertig. Also jetzt will er aufmachen und das ist Originalgröße, so wie es nachher dann werden soll und sieht auch so aus und dann hat er was dran. Klaus musste kurzfristig improvisieren und dennoch Qualität abliefern. Das ist das. Wenn man es auf dem Festland 20 Jahre hält, sind es hier 3. Ne, so ist das. Ne? Also auch bei hochwertigen Sachen oder ich sag mal so polierte Edelstahlgeländer, selbst die rosten. Janis Kleemann stört sich nicht daran. Er will den Charme der alten Hafenhalle erhalten. Oh, wow. Ja. Hammer. Ja, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, bis das soweit ist, ne? Aber ja, ich war noch ein bisschen hier, die Idee ist, genau,
das hier auf zwei Etagen zu gestalten. Da oben darunter die ganze Versorgung. Janis hat schon klare Vorstellungen, was hier alles mal entstehen könnte. Noch wird die Halle aber als Lagerraum genutzt. Wie viel brauchst du? Von den Gewürzen Nummer 4 mit. Ja. Noch ein nice von Wasser umgeben und das ist mit der Anlieferung natürlich die eine Sache, aber auch mit dem Lager immer. Also hier ist Raum oder insgesamt Platz natürlich teuer. Und wir haben das ja momentan noch zur Verfügung und darum. Genau, deswegen bin ich einfach auch so froh, dass ich so jemanden wie Janis habe, der sagt, Antje, stell deine Palette mal ruhig unter, weil Lagerraum hier auf der Insel zu kriegen, erstmal zu kriegen und dann auch noch zu bezahlen, ist wirklich heftig schwierig. Dann gehen wir in die andere Halle, da hinten ist ja noch ein bisschen Platz. Ja, super. Ja, ich glaube, das war's dann auch. Ich danke dir von Herzen. Sehr, sehr gerne, Antje. Einen erfolgreichen Tag noch. Das wünsche ich dir auch. Und wir sehen uns. Ja, wir schaffen. Bis dann. Es sind diese kurzen Wege, die das Arbeitsleben auf der Insel erleichtern. Ich darf mal ganz frech eben so hier vorne parken. Bin, oh Gott, oh Gott, gleich wieder weg. Ja, aber der ist noch warm, aber ich glaube, wir haben jede Menge noch kalt da. Frisch aus dem Lager. Daniel, stolper nicht übers Fahrrad, das steht mitten im Weg. Okay. Daniel Box ist Antjes langjähriger Kollege. Er musste nicht lange überlegen, als Antje ihn fragte, ob er mit ihr gemeinsam den Weg in die Selbstständigkeit gehen möchte. In einem so kleinen Laden steht der Umgang mit den Gästen wieder im Vordergrund. Schön. Dann genießt ihn. Dann kannst du dir mal. Ja. Antje und Daniel setzen vor allem auf Weiß- und Roséweine aus verschiedenen deutschen Weinanbaugebieten. Ja, habe ich noch. Reichlich. Okay. Stelle ich das alles beiseite. Hast du Grauburgunder Lita mitgebracht? Habe ich dabei. Habe ich gerade schon in der Ecke gestellt. Ja, perfekt. Ich glaube, den müssen wir übermorgen wieder ausliefern. Ihr wollt noch zum Strand. Ihr braucht noch ein bisschen Gros. Gerne. Und wenn es geht, auch Gläser. Und vielleicht ein Eispack. Wenn du die Eispacks noch dazu? Ja, natürlich. Ja. Drei Gläser? Was sagtest du? Vier. Vier, okay. Einige probieren dann hier den Wein und sagen, ach komm, wir nehmen noch eine gehüllte Flasche Wein mit für den Strand, für die Terrasse, für den Balkon. Das ist halt einfach so der Rundum-Service, den wir bieten, dass wir dann auch noch die Gläser mit ausleihen zum Strand oder in die Wohnung. Das ist einfach so der Full-Service. Und dann mit den Icebags, dass es halt auch schön kalt bleibt alles. Die Nische, ja, die wir gerade hier versuchen zu füllen. Den Weg in die Selbstständigkeit hat Antje nicht bereut. Definitiv. Ich habe mich richtig entschieden. Ich bin angekommen. Meine Kundschaft gibt mir immer wieder das Gefühl oder sagt mir, dass genau dieses Konzept hier gefehlt hat. Wir sind gut besucht fürs erste Jahr. Super zufrieden auf jeden Fall. Ich freue mich. Der Lieferservice an den Strand wird auch gut angenommen. Janis wollte eigentlich dieses Wochenende seinen Fischladen in der Innenstadt eröffnen. Das klappt jetzt doch nicht. Ja, das Dach sollte eigentlich ja schon fertig sein. Das ist jetzt natürlich ganz auf dem letzten Drücker, dass sie das heute machen. Dann ist natürlich auch kein Wunder, dass wir die anderen Leute oder anderen Gewerke im Weg stehen. Und die Werbung muss halt dran. Und genau, das müssen wir jetzt eben klären. Ich denke mal, wir kriegen es ja auf jeden Fall irgendwie hin. In dem gerade mal 24 Quadratmeter großen Laden sind die Handwerker noch nicht ganz fertig. Die Ladenbauer aus Hamburg aber schon da. Ja, mega. Richtig schön, das jetzt zu sehen, dass es alles kommt. Jetzt muss es nur noch durch die Tür gehen und dann auch passen. Wir haben natürlich, jetzt sitzen wir irgendwie seit Januar, also in der wirklich akuten Planung und sind irgendwie immer in Stress gekommen wieder und jetzt steht's hier. Auch wenn sie den Zeitplan nicht ganz einhalten können, Janis bleibt optimistisch. Aus Zeichnungen und Plänen wird allmählich Realität. Auch Antje Bockhoff hat neue Pläne für die Zukunft. Das war aber wirklich auf den letzten Meter eingepackt, ne? So, hier, nicht lang schnacken, weiter geht's. Antjes Eltern haben Pflanzen vom Festland aus Westerstede mitgebracht. Am Rande der Innenstadt gegenüber der Inselschule betreiben sie gemeinsam noch einen kleinen Pflanzenhof. In naher Zukunft müssen sie ihren Blumenladen in der Innenstadt aufmachen. Nach 35 Jahren läuft jetzt unser Pachtvertrag aus und
Ja, das ist wirklich so, dass das Haus verkauft werden soll für eine Summe, die, wir die ist nicht erschwinglich für uns. Die wollen wir auch nicht aufgeben. Die wollen wir auch nicht ausgeben. Ja, wir kriegen bei dem Haus auch nur noch Jahresverträge. Und, ja, die Jahresverträge, damit kann man halt nicht leben. Nicht mit Blumen, nicht mit, den Aufträgen, auch mit der Hochzeit. Ich nehme ja Hochzeiten auf ein Jahr an. Und da kann ich ja nicht sagen, ja, übrigens, jetzt kann ich im August doch nicht mehr Fotos machen, weil wir jetzt umziehen müssen, schlagartig. Ne? Oder es kommt jetzt doch vielleicht ein Investor mal eben vorbei und sagt, ich habe gerade das Geld, man weiß es ja nicht. Diese Unsicherheit will Antje nicht mehr hinnehmen. Fest entschlossen plant sie kurzfristig den Umzug auf den elterlichen Pflanzenhof. Die 38-Jährige möchte mit ihrem Blumenladen unbedingt auf der Insel bleiben. Antje lebt mit den Norderneiern auch zusammen. Nicht? Einmal vom Hobby her, vom Sport her und so weiter. Sie hat die Norderneier alle um sich herum. Und das merkt man auch. Nicht? Die arbeiten zusammen, die sind mit Pferden unterwegs und teilen sich Freude und Leid. Wollen wir mal ins Geschehen. Zum Glück ist Antjes beste Freundin ja Architektin. Da sind sie wieder, die kurzen Wege. Aber erstmal muss Platz geschaffen werden. Ich starte, ich mache einfach mal Licht an, dass du irgendwas siehst. Ja, herzlich willkommen im Trödeltrupp. <Bei Trödeltrupp. lacht> Also rein theoretisch alles raus. Ja, das ist theoretisch, das muss raus. Das muss alles raus. Also wir müssen komplett raus. Wir müssen jetzt mal eben schauen, wie das ist. Was ist denn dahinter? Im Dachraum da? Das Dachboden noch. Ja, aber auch schön, dass das hier hinten noch mal höher geht. Ja. Wie schön, dass von hier aus der Lichtkegel dann reinfällt. Ja. Und dass man hier quasi dann auch, wenn ich meine, du reinkommst, hier dein Zentrum hast, wo du erstmal drauf zuläufst. Und dass sich daraus dann auch so diese Schnittblumenecke oder sowas entwickelt. Dass du wirklich, wenn du hier reinkommst, erstmal diesen Eyecatcher unter dem Lichtkegel hast. Du hast ja auch immer noch recht viel an Pflanzen, Grünpflanzen und sowas, was man dann halt außenrum auch gut anbringen kann. Mhm. Also ich glaube, ich würde einfach so mit der Substanz hier arbeiten oder mit dem, was da ist. Also ja, das war mal eine Werkstatt, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Das ist kein Wohnraum gewesen. Und die haben das zu den Zeiten, als das gebaut worden ist, ist, glaube ich, ziemlich schnell zusammengeklatscht. Mhm. Für Antjes 84-jährigen Vater sind die Veränderungen auch ein Abschied von seinem Berufsleben. Aber er weiß, genau mit diesen Plänen kann Antje den letzten verbliebenen Blumenladen der Insel womöglich halten. Das zusätzliche Geschäft mit Hochzeitsfotos ist finanzielles Rückgrat. Obwohl die Insel bei externen Investoren sehr beliebt ist, versucht eine neue Generation von Insulanern, Norderney voranzubringen. Das ist ja Wahnsinn, was im Moment hier auf der Insel entsteht. Ne? Und das ist nicht nur, so, es war echt so gefühlt jahrelang auch oft, dass Betriebe eröffnet haben, die ja gar nicht von Norderney kamen. Ne? Und ich habe jetzt so gerade das Gefühl, dass so schon ein paar Norderneyer am Start sind, die wirklich was entwickeln, also was Neues reinbringen für die Insel. Ne? Auch wenn die geplante Eröffnungsfeier des neuen Fischladens erstmal nur eine Baustellenparty für alle Handwerker ist, Jannis erlebt viel Zuspruch. Das maximal 10 Tage Wochenende. Okay, und das hängt mit dem tollen Imbiss wahrscheinlich zusammen, ne? Ja, richtig. Also das ist ja unser erster Laden. Ja, sind schön. Jetzt im fünften Jahr und jetzt die Nachfrage nach Frischfisch und Fischsalaten, Räucherfisch. Ja, und auf dem Weg zum Strand ist super. Genau, dachten wir auch. Viel Erfolg wünsche ich euch. Vielen, vielen Dank. Ja, bis zum Herbst dann. Ne? Bis dann, ja, freuen wir uns. Ciao. Die vergangenen 6 Wochen hatten es allerdings in sich. Ja, war anstrengend, den Termin zu halten. Aber wir haben es geschafft. Heute Morgen die letzten Nachfischarbeiten noch. Und dann war es fertig. Das Schild fehlt noch, ne? Werbeagentur Bodenschlag. Nein, das Schild kommt ja gleich. Klausi ist, glaube ich, auf dem Weg. Der war schon 2-mal hier heute Morgen, wollte das schon anbringen. Und dann ist es leider ein bisschen in Verzögerung geraten, weil das andere Gewerk das nicht ganz fertig gekriegt hat vorher. Und, aber jetzt, wir sind optimistisch, es wird. Und ja. Kurz gefeiert wird, natürlich mit Fischbrötchen. Noch ein paar Büros, ich arbeite vom Büro aus in Dresden. Mhm. Aber die Eröffnung des Ladens muss Jannis deutlich nach hinten verschieben. Gerne hätte er zum Ferienbeginn von Nordrhein-Westfalen schon eröffnet. Das schafft er nicht mehr. Hey, hallo. Da bist du ja. Die Außenfassade ist noch nicht so, wie es sich Jannis vorgestellt hat. Die Dacharbeiten sind längst nicht fertig. Aber egal.
Jetzt will der Geschäftsmann zumindest schon mal die Werbetrommel rühren und mit dem provisorischen Schild von Klaus auf die Neueröffnung aufmerksam machen. Sehr gut. Wir haben's dran. Nach dem Stress nimmt sich Janis einfach mal frei. Nur für ein paar Stunden. Er ist mit seinem Opa Gerd zum Segeln verabredet. Wollen wir möglichst schnell segeln? Ja, ne? Ja, wa? Dann machen wir das. Und wir haben auch gut Wind heute, ne? Ja. Echt schön. Perfektes Nimmst du, übernimmst Wetter. Du mal das Steuer? Mach ich. Ich sag dir ein paar Sachen. Jo. Wir haben ja auch so ein bisschen eine Vorgeschichte im Segeln, Opa und ich. Wir sind mal Regatta gesegelt. Die haben alle schon gemacht. Das ist schon Hammer, echt. Und dann wollten wir unbedingt gewinnen. Und dann wollten wir abkürzen und dann haben wir einen kleinen Crash gebaut. Das haben wir dann 2 Jahre später nochmal probiert und haben wieder einen Crash gebaut. Deswegen Regatta machen wir nicht mehr. Oh, was haben wir schon alles erlebt, ne? Die Heimatinsel immer im Blick. Opa Gerd hat sein ganzes Leben als Architekt auf Norderney verbracht und ist glücklich, dass sein Enkelkind jetzt auch Fuß gefasst hat. Wir beide machen das wohl mal, wenn er Erholung braucht von seiner, von seinem Job, ne, den er ja mit Lust und Fleiß ausführt. Ne. Er hat sich so richtig schön auf die Sache eingeschossen, was er alles vorhat. Als es dann mit der Fischgenießerei losging, habe ich irgendwie so komplett meine Aufgabe gefunden. Ne? Und seitdem fühle ich mich auch halt hundertprozentig wohl hier auf der Insel. Die Eröffnung des Fischladens hat sich um 2 Wochen nach hinten verschoben. Abends wird dennoch in Anches Weinladen angestoßen. Gründe gibt's genug. Die Work-Life-Balance funktioniert halt doch. Müsste jetzt nicht Champagner und Austern sein, geht auch Döner und Bier. Ja, aber wenn das Pech noch nebenbei am Strich steht, dann wären wir natürlich super glücklich. Nee, das ist schon schön. Also gute Mischung aus allem. Viel man trifft Arbeit, sich halt aber schon. Auch viel schöne Zeit, kurze Wege. Deswegen ist man ja schnell überall. Also nein, das ist schon wirklich, wirklich gut. Genau, und zum Wochenende darf man sich das dann auch mal gönnen. Unter der Woche natürlich striktes Alkoholverbot. Und ja, das denn? Ja, gut, aber so. Mittwochs Bergfest. Das habe ich noch nie gehört. Nur Niklas hat noch einen Hausbesuch auf seinem Plan. Kein Problem für den 30-Jährigen. Die flexiblen Arbeitszeiten gehören eben zu seinem Konzept dazu. Jetzt hat auch Niklas endlich frei. Also spätestens, wenn ich abends hier stehe, wenn wir Feierabend machen und ich nochmal über den Hafen gucken darf und sehe, wie die Schiffe hier stehen, die Sonne untergeht und nochmal drüber nachdenke, was wir alles so geschafft und gemacht haben in den letzten Jahren und wie hart das auch wirklich war und dass wir nicht aufgegeben haben und haben weiter Gas gegeben, mit allem Mann an einem Strang gezogen. So Jungs, wir haben's. Wir haben Fuß gefasst und sind da und ich würde es immer wieder tun. Prost. Feierabend.